Juten, huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Und zwar haben wir Neuzugänge zu vermelden. Einmal hat mir unsere Zuschauerin, die Edith, Achalticke-Hengst für einen schmalen Taler überlassen, den ich für meine Zucht gebrauchen kann. Crusader. Da ist er. Ist er nicht schick? Ja, 12-mal gut. Ein Genetikpotenzial von 678. So, bei der Genetik ist nichts Besonderes. Er ist ein kann ein Champion in Endurance werden. Daraufhin habe ich ihn jetzt auch trainiert. Oder bin dabei, ihn zu trainieren. Ja, der ist wunderschön und freue ich mich, dass ich den bekommen habe. Dann habe ich gekauft dieses Pferdchen hier, Celestial. Und sie hat ein GP von 694, ist Cream Pearl, ist finde ich super, ist ein wunderschönes Tier. Und sie hat ein kleines Fohlen. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, da ist es. Ein kleiner Hengst. Und er hat ein großes G, den Rest klein und den anderen Rest wurde nicht getestet. Und das machen wir jetzt mal. Ihr wisst ja, ich habe da gerne keine Kreuze, sondern alles mit grünen Häkchen. So, dann testen wir ihn und da haben wir ihn. Also er hat ein Cream gehen und ansonsten wird er auch ein Champion in Endurance werden können. Hat ein GP von 688 und mal gucken, was das Achievement sagt. Er hat zweimal Average, den Rest gut. Ja, na mal sehen, was wir daraus noch zaubern können. Da wären wir wieder bei dem großen Problem. Wie nennen wir den? Weil grauer Hengst, weiß nicht. Ist, glaube ich, nicht so wirklich der richtige Name. So. Was hat sich für Achievements für den Körperbau? Oh. Okay, also sie hat zweimal Belo Average. 1, 2, 3, 4, 5 mal Average und den Rest gut. Aber schon mal einen siebten Platz gemacht. Also wenn wir sie noch ein bisschen. Wenn wir sie noch ein bisschen trainieren, vielleicht wird sie dann auch noch ein bisschen was besser. Jo, dann werden wir sie mal alle in die. Ach nee, halt, Moment. Dahin. So. Creamy Cappuccino hat übrigens angenommen. Das heißt also, sie ist jetzt tragend. Ist das nicht schön? Dann gucken wir mal nach. Lassen wir mal checken. Und bei Letizia dasselbe. So. Dann gehen wir mal auf unsere Pferdchens. So. Da ist Creamy Cappuccino.
wir raten. Da ist sie. Quatsch. Da wollten wir hin. Und wir bekommen ein Stutenfohlen. In 9 Tagen. Ist das nicht schön? So, und Letizia. Nee, Letizia war Gypsy. Genau. So, mal gucken, was sie bekommt. Sie bekommt auch eine Stute. Das ist doch toll. In 10 Tagen. Klasse. Das freut mich sehr. Und jetzt schicken wir sie mal alle nochmal los. Nee, nochmal halt. Wir müssen ja noch die Pferdchen ausrüsten, damit sie ein bisschen mehr Punkte machen. So. Sehr schön. Sehr schön. So, aber jetzt hinein in die Schoß. Na, wird nur. So, da haben wir sie mal angemeldet und mal gucken, wie es aussieht. Also, Snowflake hat eine 76, Grey Stallion eine 74 und das andere unbenannte Fohlen eine 71, Black Pearl eine 77, Schneeweißchen 76 und Creamy Cappuccino eine 74. Ah, ja, und die neue Stute kommt eben halt über eine 65 nicht raus. Crusader mit einer 78, cool. Und Falbano mit einer 76. So. Dann gucken wir mal, was unsere Brabanter bringen. So, die haben's. Die beiden Fohlen haben jetzt noch Third Premium. Emi hat eine 73, also Second Premium und Moonspells dasselbe. Also nichts weltbewegendes. So, dann gucken wir mal, was unser Karmak-Stütchen macht. Ja, immerhin ein Second Premium. So, dann kommen wir mal zu unseren Exmoor-Ponys. Ich hoffe mal, dass da Hotte Hü wieder ordentlich abräumt. Ja, Hotte Hü mit einem nächsten First Premium. Brownie knapp vorbei. Rosalie im Mittelfeld und Coffee eher zum unteren Ende. Aber da ist, weiß ich ja, dass da nicht wirklich viel zu holen ist. Und bei den Gypsies sieht es leider nicht anders aus. Da hoffe ich, dass ich durch die Zucht vielleicht irgendwo mal einen besseren Körperbau hinkriege. So, und dann gucken wir mal. Flim hat Third Premium. Letizia hat Second Premium mit einer 76, gar nicht schlecht. Oh, und Sir Reginald mit einer 78. Hoppla, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, freue ich mich. So, dann werden wir nochmal kurz gucken, die neuen. Ah ja. So. Jo, dann war es das auch erstmal wieder.
Und ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich übermorgen, weil übermorgen müssten eigentlich, ja, oder vielleicht schon morgen, müssen wir mal gucken. Lasst euch überraschen. Müssten dann unsere kleinen Exmoor-Pony-Fohlen kommen. Unsere beiden Hengste, da freue ich mich schon drauf. Und ja, sobald sie da sind, kommt natürlich eine Meldung. Bis dann, wünsche ich euch noch was, euer Hightower.